Okay. Wir gehen mal direkt hier hin. Erstmal die Runen ausgeben. Gehen wir mit Leben auf 30 und Kondition auf 25. So, jetzt sind wir Stufe 82. Die Frage ist jetzt tatsächlich, versteckt sich hier auf dem... Also der Drachenhügel ist hier oben tatsächlich alles noch sehr stark für mich. Ich würde wahrscheinlich erstmal hier und in dem Sumpf erkunden gehen. Insofern da noch was ist. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass ich hier noch Schmiedesteine finde. Stufe 5 und so. Die. Weil es auch immer noch eine ganze Weile dauert, glaube ich, bis ich zu dem NPC zurückkomme. Für das andere Katana. Okay. Die ganzen Giftpflanzen. Die töten sie noch nicht schnell genug, dass sie nicht vorher mal uns treffen können. Sumpf von Eonia. So. Versteckt sich hier was? Kein Lager, was rausgeht. Den hatten wir auch schon mal besiegt, da bin ich mir sehr sicher. Weil hier waren wir schon. Beim guten Stuhlkreis. Ja, immer noch der Sumpf von Eonia. Hier nichts in der Mitte vom Sumpf.
Ist auch eine schicke Rüstung. Überall farmbare Gegner. Ach, Libellen. Was auch immer das. Das sind, glaube ich, Riesenlibellen. Wer bist du? Kommandant O'Neill. Was das. Was für einen interessanten Namen er auch immer hat hier. Kommandant O'Neill. Wieder da, Hallöchen. Moin, Mann. Wolltest du nicht schlafen gehen? Kommandant O'Neill. Fuck. Der macht so. Ach, der macht auch einen Pestangriff. Tolle Wurst. Also wenn zwei mit Blutung angreifen, ist das echt fies. Da ist Kommandant O'Neill tot. Wieder wach. Kommandantenstandarte. Reine Goldnadel. Okay. Also du hast das Schärfelimit verpasst. Ich habe die vorletzte Soße angefangen. Und, ja. Die ist fies. Die zieht mir die Socken aus. Wir haben eine reine Goldnadel. Ich habe noch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Wir machen mal 30 auf Leben. Was sagt die Nadel? Zerbrochen, filigrane Nadel aus reinem Gold. Der weise Goffrey besitzt die Muster für die Nadel. Ein Ritualfetisch, der die Einmischung von fremden Gottheiten verhindern soll. Man nimmt an, dass die Nadel in der Lage ist, das unheilbare Leiden der Fäulnis zu unterdrücken. Das heißt, wir müssen in die Tafelfeste. Jetzt war der ein bisschen schlecht. Ich glaube, da bin ich aufgewacht. Ja, was heißt schlecht? Ich merke es halt, ne? Weil mein Körper gibt mir da ganz klare Signale. Du bist Gideon, nicht Godfrey. Moment. Wer von euch ist denn nochmal Godfrey? War der Typ, der hier stand, Godfrey? Das ist nicht Godfrey. Well, I took you for no matter to lay out your arm.
Godfrey, 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 wer bist du? No. How could I say the father has all and now? No. How could I say father has always given me? War denn nochmal Godfrey? Einmal kurz nachgucken. Das ist der erste Elden Lord. Willst du einen Tipp? Ja klar, gerne. Da steht halt der erste Elden, also Godfrey ist der erste Elden Lord. Ich kann mir nur vorstellen, weil es eine Nadel ist, dass ich mit dem Schneider sprechen muss. Das wäre jetzt so meine erste Vermutung. Ne, da ist doch alles gut. Ich weiß wieder, wer das war. Das war der, der vor dem Magier, vor diesem Schloss sitzt. Und uns, glaube ich, gesagt hat, er hilft uns da reinzukommen, wenn wir ihm was besorgen. Godfrey. Ja, aber das ist Godfrey. Das macht natürlich Sinn. Das ist ein Kopf da hinten. So nicht, mein Freund, so nicht. Hier waren wir schon, oder? Hier waren wir schon. Ja. Gut, wenn der da ist, dann... Das ist hier auch kein... Also die Verteilung von den... Gnadenpunkten ist interessant. Ich weiß nicht, wie sie das mal gemacht haben. Mal ganz, ganz viele auf einem kleinen Fleckchen und mal alles ein bisschen weiter auseinander. Genau, da waren wir drinne. Da war der weiße Wolf oder sowas. Irgendwas Spezielles war da auf jeden Fall. Plaste Erdenbaumblätter. Genau, die beiden Vögel waren da. Da oben ist der Riese, der schießt mit... Oder der wirft riesige Urnen oder sowas. Das weiß ich noch.
Und der sitzt da halt ganz entspannt chillig rum, während hier draußen die Hölle los ist. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. Celias Geheimnis. This is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me as well made? Klar. So, was ist das Geheimnis? Die Stadt Celia birgt die Quelle. Er zündet 3 Kerzen hoch in den Türmen, um das Siegel zu brechen. In welchen Türmen? Da ist ein Turm. Da ist eine Leiter für einen Turm. Das heißt, es sieht schon mal richtig aus. Okay, die spielen einen auf unsichtbar. Ein Kossig. Hallöchen zusammen. Ihr kommt auch quasi genau richtig. Ich muss mich nur irgendwo hinstellen, wo ich sicher bin. Hallöchen. Hoppa. Willkommen zu, ihr dürft mir zuschauen, wie ich leide. Denn wir sind wieder soweit. Auf der einen Seite, dein Raid wäre Schärfe Stufe 2. Das ist, hoppa. Das wäre eine Soße dieser Variante. Die hat irgendwie, glaube ich, 5000 Scoville. Ja, wer noch? Trink, ne, ich trink die nicht. Ich esse die. Und wie ihr seht, der Teller ist schon ein bisschen versaut. Da sind so alle möglichen Soßen drauf. Ich finde es aber nett, dass ich mit der anfangen darf, weil die ist lecker und entspannt. Und direkt danach, weil die Zeit rumgelaufen ist, darf ich noch eine zweite Variante hiervon essen. 135.000 Scoville. Oder Scoville, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Ja. Noch ist alles fit. Also alle Soßen bis hier, bis zu der, also davor, die waren okay. Die hier ist Hölle. Nein, 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 nicht die schärfste. Ich habe gesagt, die schärfste werde ich essen, wenn irgendein großes Event passiert noch hier. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja ein großer Raid rein oder irgendwas Großes. Dann mache ich die auf. Sonst brauche ich die nicht anfassen, weil ich genau weiß, danach muss der Stream aufhören. Weil ich hier dann erstmal im Stuhl sitze und schmelze. Ne? Aber erstmal durch den Raid gibt's eine Soße, die essbar ist. Kossig, wo bist du in Elden Ring? Wo bist du? Wir sind gerade, ich habe gerade Radahn besiegt. Dann die 3 großen Türme geklärt, die ich jetzt clearen konnte. Der in im Startgebiet, der bei der Akademie, der große Turm. Wir haben das dunkle Mal von der Frau jetzt bekommen.
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gespoilert. Diese Soße ist so, die ist so sauer im Gegensatz zu den anderen. So. Ich kann dir auch gleich mein Bild zeigen. Uiuiui. Die ist sauer. Ein gereizter Hals und saure Soße. Nicht gut. Hauptstadt ist fertig. Ja, okay, ich bin nicht mal in der Hauptstadt. Das Dunkelrote hier ist die schärfste Soße. Ich nutze das jetzt einfach mal, ja? Das ist ja Lebensmittelverschwendung sonst. So. Das reicht auch. Zu eurem Wohl, ne? Mhm. Ach so, ich habe was vergessen. Der Pain Timer, der muss ja laufen. Boah, die kannst du nicht essen, weil sie schmeckt. Das kannst du nicht. Dir brennt einfach alles. Boah. Und du willst gar nicht reden, weil alleine durch den Windzug. Oh, Freunde. Warum? Warum? Aber ich würde sagen, wir spielen mal weiter, ne? Boah. Das ist vielleicht die Hölle. Meine Zungenspitze ist taub. Lippen sind auch taub. Ich mache ja gerade jetzt Geräusche wie so einen schlechten Porno. Stöhnen, ächzen. Schweres Geatme. Oh Gott. Aber wie war dein Stream, Kosik? Hast du denn einen guten Stream? Ach, komm schon. Dann geht's danach nach Kaled. Wonach? Bei dir? Oh. Ach, Leute. Schön kommunikativ. Schön, schön. Ja, bei mir sind's, also mal sind Leute da, gerade Akatosh und Manu ist wieder da. Und Axo eben ist, glaube ich, in seinem eigenen Spiel versunken. Akutenshi auch. Sind alle noch mit anderen Dingen beschäftigt. Deswegen ist ein bisschen ruhig. Aber ich bin auch bis jetzt nicht so spannend gewesen. Ja, die Soßen sind bis zu der jetzt relativ glimpflich an mir vorbeigegangen, aber die macht mich fertig. Okay. Man hat nach dir gerufen. Nee, ich wollte nur sagen, dass aktuell du und Manu hier seid, wegen kommunikativ. Boah. Jetzt langsam legt sich's aber wieder. Hä?
Irgendwo in der Stadt wurde ein Siegel gebrochen. Habe ich doch noch nicht alle drei angemacht. Vulcan, Festung, grüne Suppe. Kaled. Ich habe die Vermutung, Kosik, dass die Reihenfolge Hauptstadt und Kaled keinen Unterschied macht. Boah, Leute. Ich kann weder zum Spiel noch zu scharfen Soßen was beitragen. Alles gut. Was hast du denn diese Woche über gemacht? Hast du was Schönes gemacht? Oder war Arbeit, Leben so das Einzige? Denn ich glaube, dass Kale tatsächlich keine richtige Reihenfolge hat. Weil du das Spiel ja durchspielen kannst ohne Kaled, glaube ich. Also zumindest meine ich das. Oh Gott. Ach Gott, oh Gott. Unschön, Freunde, unschön. Stab des Verlusts, das tut mir leid. Auf den Turm möchte ich bitte. Muss auch erstmal prüfen, ob ich heute einen dritten Mainboss gemacht habe. Gute Frage. Donnerstag hatten wir Seminar und ich hasse Gruppenarbeit. Da macht immer einer alles und die andere nichts. Wenn du es hasst, bist du immer derjenige, der alles macht, oder? Schattenburg, Kaled, Vulcan. Ist das jetzt deine Reihenfolge oder die richtige? Aber dann war die nicht so scharf, oder Manu? Also wenn ich eine Inderin davor warnt, sollte man eigentlich vermuten, dass sie sehr, sehr scharf ist, aber... Klingt ja so, als ob du es gut vertragen hättest. Mann, da rastet da voll aus. So. Hier rüber. Ich weiß, da lag ein Item, aber ich möchte kurz erstmal das hier machen. Meine, okay. Ja, meine Reihenfolge ist jetzt aktuell auch. Schattenburg, Kaled. Vulcan habe ich ja schon, zumindest bis zu einem gewissen Maß gemacht. Ob da noch was kommt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist ein Bild, ne? Gemälde Rotmähne. Dieses Ausgeraste von denen. Komm schon, wo bist du denn? Ich glaube, sie hatte sich bei der Soße geirrt. Es war nicht die schärfste, aber sie hat mich angeguckt, als hätte ich nicht alle Tasten im Schrank. Okay. Glück gehabt, würde ich sagen dann, ne?
Denn normalerweise, wenn, gerade wenn Inder oder so aus der Region einen vor Sachen warnen, dann heißt das was. Weil die Schattenburg haben wir ja jetzt. Also Schloss Rotmähne, die Schattenburg. Schattenburg? Ist die Schattenburg das hier? Das ist die Schattenburg. Jetzt kann ich einen verrotteten Hund rufen. Falls ich das jemals möchte. Hier, wir gehen wieder rauf. Hier ist das Siegel offen. Nachtkomet. So viel Magie, die interessant klingt, und nichts davon werde ich verwenden. Tja, ja. Draußen wartet wieder das Technomobil, um irgendjemand abzuholen. Ach, das ist das Tor zurück. Oder wie ist das jetzt? Ja. Ich habe den Timer nicht zurückgestellt. So. Zap, 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 zap. Gab's hier denn noch was anderes irgendwo hinter versteckt? Er hat mir dreimal gesagt, dass ein Siegel gebrochen wurde. Da ist doch was. Mann, ey. Oh, ein magischer Schwertschlüssel. Wir können den letzten Turm öffnen. Wir können den letzten Turm öffnen. Wo war... Gab es hier noch eine dritte Tür? Ganz ehrlich, ne? Die eigene Spucke macht dann am meisten fertig. Das ist einfach, als ob würde ich nochmal einen Schluck von der Soße nehmen. Gassen von Celia. Nö. Wir können... nichts Neues machen. Da geht's nicht weiter. Also du bist eine Sackgasse. Untote.
Wo ist denn der Pfahl? Ich habe jetzt einfach mal so ganz entspannt auf Pfahl geklickt, aber wo ist der? Ja. Habe ich mir gedacht. Weit, weit weg. Ach, so ein Unsinn. Das war jetzt Glück. Wir wissen, ob da was hinter ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist da einfach nur ein Text, der dann sagt, nee, doch kein Item hier. Wie viel Glück kann man haben? Vielleicht ist die Schärfste milder im Geschmack. Ich glaube tatsächlich nicht. Wobei der Unterschied zwischen der der drittschärfsten, die ich hier habe, und der jetzt doch schon deutlich, deutlich ist. Und da reden wir ja nur, von einem Sprung von 116 auf 135. Das ist schon... Eigentlich ist das nicht viel. Was war das denn jetzt? So einer war das. Man geht hier echt ins Nichts. Da hinten sind zwei von den Tausendfüßlern als Wachen. Dass man hier alles doppelt töten muss. Okay. Bolzen. Schön. Schön Bolzen. Da drinnen ist ein Gnadenpunkt. Und das sieht auch aus wie eine Kirche, wo eine Träne hinter ist vielleicht. Maybe. Und das ist oben. Da, wo der Riese steht. Meinst du, es gibt Leute, die sowas üben, scharf essen mal? Ja. Oh ja. Wenn du dir selbst mal die Frage stellen willst, ob es Menschen gibt, die kein Gefühl im Mund haben. Es gibt Chili-Bettessen.
Die essen natürlich nicht die schärfsten Chilis, nicht unbedingt, aber die, da geht es darum, wer am meisten Chili innerhalb von, ich glaube, 10 Minuten essen kann oder so. Oder 30 Minuten, ich weiß es nicht. Da sitzen Leute, hochvolle Schüsseln mit Chilis und dann essen die die. Am Stück, die ganze Zeit. Keine Ahnung, wie die nicht sterben. Seuchengläwe. Nett. Ach, das ist die andere, die blutet. Hallo? Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. If you are wise, you will leave my flesh. If you are wise, my flesh bright. Die hat ein Kraftbett um sich. Wie geil ist das denn? Auch nicht schlecht. Also unabhängig von Flash, ne? Ja. Bitteschön. Sollte eigentlich helfen, aber keine Ahnung, ob das in dem Zustand, in dem du allgemein bist, hilft. Da ist wieder die Arena. Genau, und ich würde auch sagen, wir gehen erstmal hier runter. Erstmal gucken, was es hier so gibt. Ach. Sind das nicht meine zwei Lieblingsgegner? Das wäre ihr Preis gewesen. Jetzt. Yes. Ja, endlich. Mehr. Zack. Ah, Item. Item, Item. Giftfett mit Kordel. Immer dieses mit Kordel. Was machen die damit? Das zum Tragen? Ist das wie ein Brühwürfel oder was? Giftwerfende Drecksäcke. Komm her.
Schwing, schwing. Fertig. Okay, also ich möchte den Weg auf jeden Fall nicht nochmal gehen. Hier noch was? Nur so rein vom Wissen her würde es mich mal interessieren, wie das hier alles ausgesehen haben soll, als es noch heile war. Gott, haben die mich jetzt erschrocken. Her. Solchen Bolzen. Schön. Also, dass die hier viele töten, kann ich mir gut vorstellen. Goldene Rune. Okay, wir sind jetzt einfach auf der anderen Seite. Diese Kugelschäfchen hier. Cheater? Komm schon. Komm schon. Yes. Der Gegner ist und bleibt anstrengend durch sein Movement. So, wir haben hier drinne Sumpfaussichtsturm. Ewige Finsternis. Zeugt einen dunklen Raum, der Zauber anzieht. Okay. Wieso nicht? Das war es aber auf jeden Fall hier. Mehr ist hier nicht. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der einzige Grund für die Zaubererstadt ist, um hier hochzukommen. Das fühlt sich so falsch an.
Komm mal aus der Ecke raus, bitte. So, und in irgendeinem dieser Töpfe ist jetzt eine super epische Powerwaffe. Die wir jetzt nicht haben können. Weil er sie kaputt machen muss. Nö, hier ist aber nichts mehr. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier wirklich nichts mehr ist. Ungewöhnlich. Keine Höhlen, keine Tunnel, nur der Turm für den Zauber. Würde ich nur Zauber verwenden. So, das ist das Schloss und jetzt gehen wir nach da. Da ist wieder so ein Sternschauer. Fragment? Keine Ahnung. Splitter. Das war das Wort. Da unten ist doch eine Höhle. Nee, eigentlich möchte ich keine Zauberei lernen. Ich habe nur gerade gelernt, dass die Entwickler doch das gemacht haben, was ich gedacht habe. Ganz genau das, was ich gedacht habe, haben sie gemacht. Zumindest, wenn ich dem Pfeil, der da jetzt leuchtet, so trauen kann. Diese raffinierten Freunde hier. Ist er immer noch da? Wir mal. Also hier sieht es auf jeden Fall schlimmer aus als vorher. Durch den Regen. Auch wenn das aussieht wie Blut. Nicht wie normaler Regen. Naja, die Person, die da hingestellt hat, die lebt ja nicht mehr. Also die kann damit eh nichts mehr anfangen. Ne? Okay, jetzt schauen wir mal.
Yeah. Ah, ich... Vielleicht noch weiter vorne. Da hinten. Ihr Schweine. In der letzten, hintersten Ecke. Ich hätte doch genauer erkunden sollen. Der Kriegsopfer. Mir schwant Übles, ne? Mir schwant richtig Übles in dieser Karte.